So, ich würde vorschlagen, dass wir dann jetzt beginnen. Ein kurzes Intro von meiner Seite. Ich stelle mich gerne noch einmal vor. Ich bin Martina Jaskan, ich bin Head of Marketing bei Cognigy und freue mich heute wirklich sehr, das Intro für unser Release 3.3 geben zu dürfen. Unsere Entwickler haben in den letzten 3,5 Monaten wirklich intensiv an der Produktweiterentwicklung gearbeitet. Aufgrund von Kundenprojekten, Inspirationen über Entwickler aus unserer Community Cloud haben sich wirklich super relevante Features entwickelt, die wir uns wirklich heute freuen, Ihnen vorstellen zu dürfen. Und kein geringerer als unser CEO und Head of R&D, Philipp Heldewig, wird an dieser Stelle auch übernehmen. Philipp, bist du schon da? Er wird sich nämlich auch gleich hinzuschalten. Sein Bildschirm wird nämlich schon erfolgreich angezeigt. Ah, ich war da, aber auf Mute. Alles klar. Super, ja, dann vielen Dank, Martina, für die Intro und dann legen wir jetzt los. Willkommen alle zum Cognigy 3.3 Launch Webinar. Wie bei jedem unserer Product Launches führen wir heute durch die neuen Features, die wir über die letzten paar Monate gebaut haben und mit diesem heutigen Release dann herausbringen. Wir freuen uns sehr, die neuen Features zeigen zu können. Es sind enorm relevante Themen dabei, da wir wie immer mit unseren Partnern und Kunden eng zusammengearbeitet haben, um zu sehen, was sind relevante Technologien, was sind relevante Features, die benötigt werden, die wir dann jetzt hier teilweise auch zusammen mit Partnern in das Produkt eingebaut haben. Wir haben wahrscheinlich 80% Leute im Webinar, die Cognigy bereits kennen und bereits lange mit Cognigy arbeiten. Wir haben aber auch einige Leute im Webinar, die Cognigy selbst noch nicht kennen und die sich auch noch nicht sehr viel mit dem Thema Conversational AI auseinandergesetzt haben. Und deshalb wollen wir kurz mit einer Intro beginnen. Worum geht es bei Cognigy überhaupt? Eine kurze Demo zeigen und dann steigen wir sofort in die neuen Features ein, die wir mit dieser neuen Version herausbringen. Cognigy AI ist eine hochflexible Enterprise Conversational AI-Plattform, mit der man fortgeschrittene, integrierte, konversationelle Automation Solutions bauen kann, und zwar über sogenannte kognitive Bots. Was sind konversationelle Automation Solutions? Das sind Lösungen, wo man über konversationelle Interfaces, also Chatbots, also Alexa-Skills, also Konversationen auch im Auto oder ähnliches, Prozesse automatisieren kann. Und dort gibt es halt Prozesse im Kundenservice, es gibt Prozesse intern im Unternehmen, HR-Prozesse, Finance-Prozesse. All dies kann man heutzutage über kognitive Bots unterstützen. Es gibt dort extrem viele Use Cases, die von unserer Plattform abgedeckt werden können. Beispielsweise oft genannt die sogenannten Frequently Asked Questions. Also ein Kunde kommt auf eine Website oder auf einen Messenger oder ähnliches und möchte eine Frage stellen. Er stellt die Frage: Was sind die Öffnungszeiten Ihrer Bank? Was für Angebote haben Sie für Autoversicherungen, ähnliches? Das sind Fragen, die dann ein Bot so direkt beantworten kann. Wir können aber auch komplette Prozesse automatisieren. Das heißt, wir können nicht nur die Antwort geben, ja, wir haben diese drei Autoversicherungen beispielsweise, Kfz-Versicherungen, sondern wir könnten auch direkt durch einen Applikationsprozess hindurchführen, können dort Informationen vom Kunden abfragen, können auf Drittsysteme zugreifen, um dort Daten zu validieren oder Daten einzutragen und weiteres. Im Endeffekt geht es immer darum, besseren Kunden oder auch Angestellten-Service zu liefern und das Ganze 24/7, also zu jeder Zeit, wenn der Kunde oder der Angestellte diesen Service denn bekommen möchte. Wir werden nun in eine kurze Demo einsteigen unseres Systems, einfach nur um einen kleinen Überblick zu geben, wie sieht das Ganze überhaupt aus, wie funktioniert das Ganze und werden uns dann direkt auf die neuen 3.3 Features stürzen. Was wir hier sehen, ist ein Webchat. Es ist ein Chat von Cognigy Travel Asia, also einer Travel Agency, wo man Hotels in Asien buchen kann. Dieser Webchat ist jetzt hier zentriert, weil das für die Demo so aufgesetzt wurde. Der kann aber natürlich auch rechts unten auf einer Website sitzen oder ähnliches. Wir starten, bekommen eine Willkommensnachricht und werden gefragt,
Wo möchtest du hinfahren? Nach Tokio oder nach Bangkok? Wir können Knöpfe benutzen. Wir können diese Menüs hier benutzen. Wir können aber auch frei tippen. Zum Beispiel könnte ich so etwas tippen wie Tokio sounds great. Wir bekommen jetzt hier Hotels in Tokio angezeigt, können uns davon eins auswählen, bekommen den Preis. Und diese Hotels und der Preis kommen natürlich nicht aus dem Bot selbst. Diese Hotels und der Preis kommen aus Drittsystemen, wo diese Informationen abgegraben wurden. Das ist jetzt ein sehr teures Hotel, also könnten wir zum Beispiel sowas sagen wie, wow, that's expensive, maybe Bangkok is better. Und wir bekommen jetzt dann Hotels aus Bangkok angezeigt. Hier wählen wir uns eins aus, werden jetzt gefragt, sollen wir das buchen? Kostet nur $92, ist vielleicht besser. Und wir werden jetzt verschiedene Dinge gefragt. Wir werden gefragt, wann kommen wir an? Wann reisen wir ab? Wie ist der Vorname? Wie ist der Nachname? Und so weiter. Aber über unsere künstliche Intelligenz, die im Produkt steckt, können wir auch viele dieser Antworten direkt in einem Satz geben, so wie man es auch zu einem menschlichen Travel Agent tun würde. Das heißt, ich könnte jetzt sowas sagen wie, so do you want to make a booking? Yeah, from tomorrow until next Monday. Wie man sieht, werde ich jetzt nicht mehr gefragt, wann wir an- und abreisen wollen, weil ich die Daten bereits gegeben habe. Ich gebe meine Informationen hier ein und werde dort jetzt durch diesen Prozess geführt. Möchte ich E-Mails in der Zukunft bekommen? Ich kann die Buttons benutzen oder ich kann auch einfach tippen. Also ich könnte jetzt auch hier Yes oder No oder so etwas tippen. Und ich möchte Informationen über Hotels. Und hier habe ich jetzt diese Buchung durchgeführt. Die wurde in einem Buchungssystem eingetragen und mir wird eine Nachricht ausgegeben. Wenn ich jetzt das nächste Mal in den Chat komme, bin ich bekannt. Das heißt, man weiß, wer ich bin, man weiß meinen Vornamen, den habe ich hier eingegeben, man weiß über die Buchung Bescheid und ich kann daher die Nachricht dann personalisieren. Das Ganze wurde gebaut in Cognigy AI. Das hier ist die Benutzeroberfläche dafür und in Cognigy bauen wir die sogenannten Cognigy Flows auf. Cognigy Flows sind eine grafische Abbildung einer Konversation und wir können jetzt hier in diesem Editor, ähnlich wie bei einem Content Management System, direkt die Inhalte dieses Bots ändern. Dazu muss ich kein Techniker sein. Wenn sich beispielsweise unsere Firma umbenannt hat, die Firma heißt jetzt nicht mehr Cognigy Travel Asia, sondern Cognigy Travel APAC, könnte ich jetzt hierher gehen und den Firmennamen abändern. Und wir sehen hier auch direkt einen Preview, so dass ich da auch grafischen Content ändern kann. Ich kann Images ändern und Ähnliches, ohne dass ich in irgendeiner Weise programmieren muss. Und das für verschiedenste Kanäle. Alexa, Messenger, Google Home, Webchat, Line, Teams, verschiedenste Kanäle, die wir dort anbieten. Wir haben zudem den Cognigy Process Editor, ein Editor, der es erlaubt, einen linearen Konversationsflow abzudecken. Das wäre jetzt hier beispielsweise der Buchungsvorgang. Wann kommst du an, wann fährst du ab und so weiter. Dort haben wir Konditionen, Branching und Ähnliches. So viel vielleicht zu Cognigy allgemein und jetzt machen wir weiter und gucken uns die Features von 3.3 an. Vorher noch eine kurze Zusammenfassung, worum es bei Cognigy geht. Wir haben also den grafischen Konversationseditor. Wir haben Prozessmodellierungstools für nicht technische Nutzer. Wir haben die Möglichkeit, mit Drittsystemen zu integrieren. Das heißt, wir können Daten aus Drittsystemen lesen und wir können Daten schreiben. Das Ganze ist in verschiedensten Sprachen möglich. In der Demo war es jetzt Englisch, aber es ist natürlich genauso gut möglich auf Deutsch, auf Holländisch, auf Dänisch, auf Spanisch, auf Japanisch, auf verschiedensten Sprachen, die bei uns im System mitgeliefert kommen. Zudem bieten wir ein starkes Coding-Framework an, was hinter der ganzen Sache steht, sodass unsere Plattform sehr leicht erweiterbar ist. Entwickler können Integrationen mit anderen Systemen erstellen und können jegliche Aspekte von Cognigy modifizieren, wenn sie denn möchten. Cognigy ist zudem nicht nur als SaaS-Lösung verfügbar, sondern auch als On-Premises-Lösung. Das heißt, es kann direkt in der eigenen Infrastruktur installiert werden. Und jetzt kommen wir zu dem, worum es in diesem Webinar eigentlich geht, nämlich den neuen Features von Cognigy AI 3.3. Wir haben 6 Features, die wir heute vorstellen wollen. Als erstes gibt es ein neu übersetztes User Interface auf verschiedensten Sprachen. Dann schauen wir uns an, was haben wir im Bereich Natural Language Understanding gemacht. Die AI, die dahinter sitzt, die versteht, was der Nutzer eigentlich sagt. Wir haben einen neuen Webchat entwickelt, der direkt mit dem System kommt und haben ein neues Feature namens Cognigy Tokens, das es denn da nicht technischen Nutzern erlaubt, sehr einfach Content zu erstellen auf eine Weise, wie es vorher nicht möglich war.
Da wir uns bei Cognigy auf Prozesse konzentrieren, haben wir dort sehr viel Arbeit hereingesteckt und haben es jetzt möglich gemacht, Prozesse, die voll integriert sind in Drittsysteme, noch einfacher, ohne ein Stückchen Code im System zu schreiben, zu erstellen. Last but not least werden wir uns neue Enterprise-Features angucken. Da wir uns Enterprise auf die Fahne geschrieben haben, gibt es natürlich Dinge, die wir dort abdecken müssen, Single Sign-On und Ähnliches, die wir dann hier in diesem letzten Punkt beleuchten werden. Wir fangen an mit dem neuen multilingualen User Interface. Cognigy's User Interface war bisher nur auf Englisch verfügbar, ist jetzt jedoch auch voll übersetzt auf Japanisch, Deutsch und Spanisch verfügbar. Das heißt, Sie können, wenn Sie möchten, das User Interface auf Deutsch umstellen und können ab dann komplett dort in Deutsch arbeiten, genauso in Spanisch und Japanisch, und wir werden in der nächsten Zeit weitere Sprachen hinzufügen. Im Bereich Natural Language Understanding bringen wir mit Cognigy 3.3 unsere NLU Engine Version 2.1 heraus. Dort haben wir neue sogenannte Modelle trainiert. Modelle sind die künstliche Intelligenz, die die Sprache verstehen. Neue Modelle für Englisch, Deutsch, Holländisch, Dänisch, Spanisch, Japanisch und neu hinzugefügt jetzt auch Chinesisch, Mandarin. Wir haben sehr viel am Intent-Trainer gearbeitet, dem Feature, wie wir den Bot trainieren können. Das Feature zeigt uns Sätze an, die der Bot bisher nicht verstanden hat oder vielleicht falsch klassifiziert hat. Die können wir dann über ein sehr leicht zu bedienendes User-Interface zu bereits bestehenden Intents hinzufügen. Zudem haben wir einen Konverter geschrieben, wie wir Intents aus Dialogflow übernehmen können und diese direkt in Cognigy importierbar machen. Das heißt, wenn man einen Agent hat, der auf Dialogflow aufsetzt, kann man diesen Agent ganz einfach in Cognigy konvertieren. Und wir haben an der Date Detection gearbeitet. Das heißt, ich kann relativ frei sprechen. Ich kann sagen, ja, wann reisen Sie an? Morgen oder morgen Abend oder übermorgen Abend oder vorgestern Abend. Und diese Dinge werden automatisch von unserer Date Detection erkannt. Eines der ersten Features, was ich jetzt gleich auch in einer Demo hier zeigen werde, ist der neue Webchat. Der Webchat an sich ist ein Kanal für uns. Cognigy unterstützt verschiedenste Kanäle, über die Kunden mit der AI kommunizieren können. Dort haben wir Facebook, dort haben wir Alexa, dort haben wir Microsoft Teams und verschiedenste andere. Aber der Kanal, der mit Abstand am meisten benutzt wird, ist der Webchat-Kanal. Also eine Chatbox, die auf der Website sitzt oder auf einem Intranet sitzt oder vielleicht auf einem Mobile-Device sitzt. Wir hatten auch vorher einen Webchat, haben jedoch in dieser Version den Webchat komplett neu erstellt. Das heißt, wir haben eine komplett neu geschriebene und open-sourced Variante des Webchats erstellt, und zwar in dem Programmierframework React, was es dann sehr einfach macht, den Webchat für Programmierer zu ändern. Der Webchat ist enorm getestet worden und ist jetzt bereits in einer Version, sodass wir es einfach auf Webseiten einbinden können. Und man kann es tatsächlich auf jeder Website extremst einfach einbinden. Der Webchat kommt mit verschiedenen grafischen Elementen. Wir haben in der Demo bereits einige davon gesehen. Wie haben Knöpfe gesehen, wir haben Galerieelemente gesehen. Und wir bieten dort Feature-Parität mit Facebook an. Das heißt, alle Elemente, die im Facebook Messenger verfügbar sind, sind auch im Cognigy Webchat verfügbar. Zudem gibt es extra Elemente, die verfügbar sind, die bei Facebook nicht verfügbar sind, nämlich unsere sogenannten Plugins. Man kann in der neuen Version des Webchats Plugins erstellen, die dann aus Cognigy heraus aufgerufen werden können. Diese Plugins könnten zum Beispiel das einfache Selektieren eines Datums erlauben oder eines Zeitslots. Genauso könnte man einen Plugin haben, der eine Reservierung eines Sitzes in einem Flugzeug erlaubt. Genauso könnte man einen Plugin haben, der das Eingeben von Zahlungsdaten erlaubt, ohne dass diese danach über den Cognigy-Server laufen müssen. Man kann jegliche Art von Plugin in den Webchat hineinhängen und diese Plugins direkt aus Cognigy aus aufrufen. Der Cognigy Webchat ist fully skinnable, das heißt, das gesamte Design des Webchats kann sehr einfach angepasst werden, inklusive Grafiken, inklusive Farben und Ähnlichem. Ich möchte jetzt als nächstes eine Demo des Webchats geben. Hier haben wir wieder Cognigy Travel und
Wenn wir jetzt hier anfangen, wenn wir sehen, Cognigy Travel Asia kann nicht nur einen Check-in und Flugbuchungen oder Hotelbuchungen machen. Ich habe etwas vergessen hier. Ich wollte mich vorher noch authentifizieren als einen Nutzer, sodass man auch weiß, um welchen Nutzer es sich eigentlich handelt, damit ich zum Beispiel überhaupt einen Check-in durchführen kann. Wir sehen jetzt hier Phil, how may I help you today? Ich möchte beispielsweise jetzt einen Check-in durchführen. Sagt er uns, okay, gib uns das Datum deines Trips an. Und hier sehen wir jetzt den ersten Plugin, der automatisch mit Cognigy mitkommt, der immer fest eingebaut ist, nämlich unser Date Selector. Ich kann dort auf eine sehr einfache Weise durch verschiedene Daten durchwechseln. Man kann aus Cognigy heraus zum Beispiel auch nur gewisse Datumsangaben freischalten. Beispielsweise habe ich jetzt von hier bis zum 11. April alles freigeschaltet und habe die Daten vom 12. bis zum 28. April abgeschaltet. Man wählt ein Datum aus und weiter geht's. Wir sehen, okay, ich habe einen Flug von Düsseldorf nach Bangkok im April gebucht und kann mir jetzt hier aussuchen, was möchte ich dort essen auf dem Flug, kann meinen Sitz auswählen oder ich kann mehr über Bangkok lernen. Das unterste hier ist ein URL-Button, das heißt, ich kann dort heraus direkt eine URL aufrufen. Wenn ich zur Sitzauswahl komme, sehen wir jetzt einen weiteren Plugin, den wir als Demo hier eingebaut haben, nämlich die Auswahl eines Flugzeugsitzes. Und ich denke, das zeigt sehr schön, wie mächtig diese Plugin-Infrastruktur ist. Wir können dort jeglichen Content anzeigen, jegliches User-Interface erzeugen, das unsere Kunden oder unsere Angestellten dann dort benutzen können. Jetzt haben wir den Sitz ausgewählt. Das heißt, wir müssen noch unser Meal auswählen. Hier sehen wir eine sogenannte Liste, wählen davon jetzt eins aus. Und hier wird jetzt ein HTML-Element gerendert. Hier kann man, wenn man HTML schreiben kann, jeglichen HTML-Code eingeben. Wir haben jetzt einfach nur einen Header eingegeben und dann einen Text. Ich kann dort aber auch Images hereinschreiben, einen Canvas benutzen oder ähnliches. Hier weiter unten sehen wir Gallery-Elemente. Das ist eine Galerie, die aus Cognigy heraus erzeugt wird. Natürlich auch komplett ohne Code zu benutzen, einfach nur über unsere Say-Notes. Wenn ich dort eine von auswähle, startet ein Video. Wir haben Vollintegration mit zum Beispiel YouTube, so dass wir jetzt hier auch direkt im Chat Videos abspielen können, wenn wir möchten, diese Fullscreen schalten können und ähnliches. Das sind die Features des neuen Webchats. Vielleicht noch zusätzlich, wir haben hier ein sogenanntes Persistent Menu. Wir können die Eingabe von Sprache und auch die Ausgabe von Sprache erlauben und wir können den Upload von Dokumenten erlauben. Das heißt, man könnte zum Beispiel in einem Rekrutierungsprozess jemanden fragen, möchtest du gerne dein Resume uploaden, dein Lebenslauf? Und dann kann man das direkt über den Webchat hier erledigen. Das nächste Feature, das wir uns anschauen werden, sind Cognigy Tokens. Cognigy Tokens sind ein wunderbares Feature, weil die Token es erlauben es, dass wir in Text, wenn wir variablen Text, dynamischen Text erzeugen wollen, müssen wir in keinster Weise mehr Code schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt etwas sagen möchte wie Hi Philipp Heltewig, you just said X, also den Text, den ich hereingegeben habe, muss ich jetzt in keinster Weise mehr JavaScript schreiben. Ich muss gar kein Cognigy-Skript mehr schreiben. Ich kann einfach diese Tokens benutzen, die quasi Platzhalter sind. Cognigy liefert verschiedenste Tokens bereits mit, nämlich Tokens für all die Eingabevariablen, die vom Kunden kommen und für all die Profilvariablen, die im System hinterlegt sind. Wie man jetzt hier im Screenshot zum Beispiel sieht, First Name, Last Name und den Text, den der Kunde gesagt hat. Tokens sind extrem mächtig, weil sie nicht nur Platzhalter sind, sondern under the hood sind Tokens Cognigy Script, also JavaScript. Ich kann dort also nicht nur hineingehen und First Name, Last Name oder ähnliches anzeigen lassen. Ich kann auch Transformationen durchführen. Ich kann sämtliches JavaScript dort einfügen als Programmierer, wenn ich möchte, und dann diese Tokens meinen nicht-technischen Nutzern zur Verfügung stellen, sodass diese dann wieder einfach in Content benutzen können. Das heißt, Nutzer können eigene Tokens definieren, für sich selber, aber auch für andere Nutzer im System. Und die Tokens funktionieren überall im System. Das heißt, sie funktionieren sowohl in Say-Notes als auch in Quick-Replies, als auch in Default-Replies von Intents zum Beispiel. Es gibt dort keine Limitierungen, wenn es zu den Tokens kommt. Ich möchte dies nun gerne in einer kurzen Demo zeigen. Wenn wir also in Cognigy hereingehen,
beispielsweise hier in den Mainflow, dann haben wir in dem Mainflow momentan einfach nur eine SayNote. Diese SayNote sagt jetzt zum Beispiel einfach nur Hi. Das heißt, wenn ich das jetzt ausprobiere und ich schreibe irgendetwas in den Chat herein, kommt Hi zurück. Wenn ich jetzt den Vornamen mit ausgeben möchte, kann ich dort jetzt einfach hergehen und sagen, alles klar, ich möchte jetzt auch noch den First Name Token. Ich speichere das Ganze. Wenn ich jetzt irgendetwas sage, steht dort Hi Phil. Ich kann dies sehr einfach weiter kombinieren. Ich könnte sagen, okay, Hi First Name, Last Name, You Said, mache ich irgendwelche Gänsefüßchen und sage, okay, hier wollen wir jetzt den Text ausgeben, den der Nutzer gesagt hat. Jetzt sage ich SDF, SDF und bekomme Hi Philipp Heltewig, You Said, SDF, SDF. Das heißt, es wird wirklich für nicht-technische Nutzer super einfach, dort mit dynamischen Variablen zu arbeiten und diese dort direkt im Text zu nutzen. Auch in Conditions, also in Wenn-Dann-Abfragen, wird dies nun auch wesentlich einfacher, indem wir zum Beispiel sagen könnten, okay, wenn der Vorname des Nutzers Phil ist, dann machen wir XY beispielsweise. Und dort gibt es verschiedenste Operatoren, die man benutzen kann. Für die Experten unter uns kann man natürlich auch immer noch den Advanced Editor weiter benutzen. Sonst würde man hier diesen sogenannten Rule Editor benutzen. Tokens kann man selber erstellen. Das heißt beispielsweise, hier haben wir ja jetzt First Name, Last Name. Und man könnte ja zum Beispiel sagen, eigentlich hätte ich aber auch gerne einen Full Name Token. Was man jetzt also hier machen kann, man kann in den Token Editor gehen, sagen, erstell mir einen neuen Token. Wir nennen ihn jetzt zum Beispiel Full Name. Und hier füge ich jetzt Cognigy Script ein. Also eine Aufgabe, die einem Superuser zufällt oder einem Developer, der das dann wiederum anderen Usern zugänglich macht. Das heißt, wir nehmen jetzt hier zum Beispiel den Vornamen herein, schreiben dann einen Space und nehmen dann den Nachnamen herein. Und weil es volles JavaScript ist, kann ich jetzt hier auch zum Beispiel to uppercase hinzufügen und das heißt, der Nachname würde dann komplett groß geschrieben werden. Ich kann mir einen Typ aussuchen, wo das gespeichert werden soll. Wir sehen jetzt hier den Token, der erstellt wurde. Und wenn ich jetzt zurückgehe, kann ich diesen Token direkt in meinem Flow verwenden. Und er ist für alle Nutzer dieses Projektes dann verfügbar. Das heißt, hier werde ich jetzt irgendwo einen neuen Token haben, nämlich den Fullname-Token. Und wenn wir das jetzt speichern und ausführen, können wir das Ergebnis direkt sehen. Es ist ähnlich wie vorher, nur weil wir das ja jetzt so definiert haben, wird Heltewig jetzt in diesem Falle komplett groß geschrieben. Also eine neue Art für nicht-technische Nutzer mit dynamischen Daten im Flow umzugehen und dort das Erstellen von konversationellen künstlichen Intelligenzen komplett ohne Code zuzulassen. Bei Cognigy handelt sich fast alles um Prozesse und das, wir stecken mit jedem Release enorm viel Arbeit in die Prozessautomatisierungsmöglichkeiten unseres Produktes und haben dies auch hier in Cognigy AI 3.3 getan. 3.3 erlaubt das Entwickeln von Prozessen komplett ohne Code. Ich kann mir Prozesse zusammenklicken. Ich kann mir nicht nur lineare Prozesse zusammenklicken, sondern auch Prozesse, die in verschiedenste Richtungen gehen, die Drittsysteme aufrufen, die Daten in Drittsysteme hereingeben und Daten herausbekommen. Und all dies ist in den neuen Prozessen möglich, ohne dass ich Code schreibe. Und die Daten, die ich aus diesen Prozessen, aus diesen externen Systemen herausbekomme, sind dann direkt im Prozess als sogenannte kontextuelle Tokens verfügbar. Das heißt, der Prozesseditor weiß, wo befinde ich mich im Prozess und welche Daten sind zu diesem Moment verfügbar. Es gibt zudem einen sogenannten Verbose Mode. Dieser Modus wurde zusammen mit Kunden entwickelt, die denn da über komplette Kundengespräche Daten speichern müssen. Wann hat der Kunde einer gewissen Sache zugestimmt? Wie hat er zugestimmt? Was hat er gesagt? Das heißt, über diesen neuen Modus können wir jetzt nicht nur speichern, was war die Antwort des Kunden, true oder false zum Beispiel, sondern auch, was war der genaue Wortlaut der Antwort? Welche Frage wurde beantwortet? Und wir dürfen nicht vergessen, die Fragen können dynamisch sein. Die Frage könnte zum Beispiel sein, hey Phil, stimmst du unseren AGBs zu? Das ist anders als, hey Markus, stimmst du unseren AGBs zu? Und wir können den genauen Wortlaut der Frage, die dem Kunden angezeigt wurde, über diesen Verbose Mode speichern. Zudem können wir den genauen Zeitpunkt abspeichern mit Datum,
und Uhrzeit inklusive Sekunden, wann diese Antwort gegeben wurde. Am Ende könnte man dann zum Beispiel dem Kunden auch anbieten, möchtest du eine Übersicht der gegebenen Antworten per E-Mail zugeschickt bekommen und können das dann darüber sehr einfach ermöglichen. In Cognigy geht es ja auch darum, dass wir nie in irgendeinem Prozess gefangen sind. Das heißt, wir führen einen Prozess aus, beispielsweise ich führe gerade eine Überweisung aus und merke aber während der Überweisung, mein Limit reicht nicht aus. Jetzt müsste ich in einen anderen Prozess springen und meinen Überweisungsprozess abbrechen. In vielen Produkten ist das nicht möglich. In Cognigy ist das über die sogenannte Orchestration möglich. Das heißt, ich kann aus einem Prozess oder wenn ich mitten in einem Prozess bin, kann ich in einen anderen Prozess springen, kann diesen Prozess durchlaufen und kann zurück in meinen vorherigen Prozess springen und dort weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe. Das ist über die sogenannte Orchestration mit den Inherited Intents möglich. Ich möchte jetzt als nächstes zeigen, wie man in Cognigy einen Prozess aufbaut im neuen Prozesseditor und wie dann wie wir uns auch dort mit verschiedenen Drittsystemen verbinden können und Ähnlichem. Und das werde ich jetzt hier vorführen. Wir werden einen Prozess aufbauen. Und zwar geht es bei diesem Prozess um folgenden Use Case, den wir auch mit einem unserer Kunden extra so ausgewählt haben, weil er wohl sehr oft vorkommt. Ich arbeite in einem Großunternehmen und ein Gerät in meinem Büro geht kaputt, beispielsweise ein Drucker. Ich muss jetzt als System herausfinden, okay, wie kann ich dieser Person helfen? Was ist das für ein Drucker? Was kann ich für Schritte unternehmen, um diesen Drucker wieder funktionstüchtig zu machen? Oder wenn er nicht funktioniert, wie kann ich dann direkt eine Service Order in einem anderen System absetzen? Diesen Prozess bauen wir jetzt hier auf. Wir haben einen Token vorbereitet, nämlich den Typen des Devices. Das ist, wenn man jetzt hier in den Tokens guckt, der Device Type Token. Das heißt, ich könnte jetzt hier hergehen, könnte sagen, okay, I will try to help with your und dann den Device Type. Und der Device Type ist ja in dem Falle jetzt der Drucker. Als erstes müssen wir wissen, okay, in welchem Raum hält sich die Person überhaupt auf? Das heißt, wir stellen eine Textfrage, in which room is the? Und dann können wir jetzt hier zum Beispiel auch wieder den Device Type reingeben und können dann so den Raum erfragen und speichern das Ganze als Room ab. Jetzt müssen wir irgendein Drittsystem abfragen. In diesem Falle hier haben wir ServiceNow als Beispiel genommen. Das heißt, wir fügen eine Action ein. Die Action ist Find Device. Und diese Action muss zwei Eingabevariablen bekommen, nämlich worum handelt es sich? Das ist jetzt der Drucker. Und in welchem Raum ist dieses Device? Und da sehen wir jetzt, wir haben einen kontextuellen Token. Wir haben den Room Token. Denn wir befinden uns ja jetzt in diesem Prozess in einem Schritt, nachdem wir nach dem Raum gefragt haben. Wir bekommen, wenn diese Action durchgelaufen ist, vier Inputs heraus, nämlich das Device, den Namen des Devices, die ID und was für Schritte man ausführen könnte, um es wieder ganz zu machen. Jetzt würden wir eine Condition einfügen und würden sagen, okay, gibt es dieses Device überhaupt? Ist dort ein Device? Das heißt, wir würden sagen, Device exists. Und wenn es nicht existiert, könnten wir eine Nachricht einfügen. Wenn es denn existiert, könnten wir ausgeben, okay, ich habe dieses Device gefunden. Das heißt, wir könnten jetzt hier das Device-Label eingeben. I found device in room und dann den Raum nochmal ausgeben. Und please try the following steps to fix your. Und da könnten wir jetzt nochmal den Device-Type eingeben. Jetzt müssen wir die Schritte rendern. Wir haben dies jetzt hier gemacht, indem wir eine RenderSteps-Action benutzen. Das heißt, eine Action, die uns verschiedene Schritte anzeigt, wie wir denn diesen Drucker in diesem Falle jetzt ganz machen könnten oder funktionstüchtig machen könnten und geben dies jetzt hier rein. Und wir würden jetzt rückfragen, ist der Drucker wieder funktionstüchtig? Das wäre dann eine Ja-Nein-Frage, dass your device type Work now und das Ganze nennen wir fixed. Und dann, je nachdem, ob es gefixt ist oder nicht, machen wir etwas.
Das heißt, hier haben wir jetzt auf einmal Fixed zur Verfügung, weil es ein kontextueller Token ist. Das heißt, Fixed existiert, dann geben wir eine Meldung aus, okay, great zum Beispiel. Und wenn er nicht gefixt ist, dann schicken wir zum Beispiel eine Services Order ins SAP. Ja, das heißt, wir wählen Place Services Order von SAP aus, geben dort die Device-ID ein und gucken kurz, was wir da herausbekommen. Aha, wir bekommen eine Order-ID heraus aus dem SAP-System und können diese dann wieder in einer Nachricht ausgeben. We have placed a Services Order with ID und hier bekommen wir dann jetzt die Order-ID. Und das war's auch schon. Und jetzt können wir diesen Prozess uns mal anschauen. Wir haben ja diesen Webchat vorbereitet, um das zu machen. Das heißt, wir kommen rein und sagen Get Help. Ich muss mich natürlich genau wie vorher auch wieder authentifizieren, dass ich denn ein authentifizierter Nutzer bin. Okay, welcome to Cogent GIT. How can I help you? My printer doesn't work. Okay, I'll try to help you. In which room is the printer? Zum Beispiel der. Er geht jetzt her, sagt uns, I found Dell Laser Printer in Room, bla bla bla, please do these steps. Das sind die Schritte, die uns dann rausgerendert werden. Funktioniert der Printer? Wir sagen nein und wir sagen, okay, we have a services order with ID, bla bla bla. Hätte ich schreiben sollen, we have placed a services order. Und das zeigt, wie einfach man in Cognigy tatsächlich komplexe Prozesse abdecken kann. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir haben nicht eine Zeile Code geschrieben, als wir diesen Prozess zusammengebaut haben. Wir haben nur Cognigy Tokens benutzt und nur Actions benutzt. Das heißt, auch absolut nicht technische Nutzer können hergehen und diese Dinge sehr schnell zusammenklicken. Und das ist denn da die Macht von Cognigy AI. Das war's mit den Demos. Und als letztes heute möchte ich noch auf die neuen Enterprise-Features zu sprechen kommen. In Cognigy 3.3 erlauben wir ab jetzt Single Sign-On aus allen sammelbasierten Systemen. Das heißt, Systeme wie Okta, Systeme wie OneLogin, Systeme wie Active Directory können jetzt benutzt werden, um sich bei Cognigy anzumelden. Das heißt, man kann den Zugriff auf Cognigy zentral im Unternehmen steuern. Ein weiteres Feature, das direkt mit Kunden zusammen entwickelt wurde, ist der sogenannte Blind Mode. Man kann während einer Konversation hergehen und Cognigy in den sogenannten Blind Mode schalten. Im Blind Mode kann man sagen, es sollen keine Analytics-Daten gesammelt werden, es sollen keine Log-Daten geschrieben werden. Das heißt, wenn wir an eine Stelle in einer Konversation kommen, wo sensible Daten abgefragt werden, können wir das Schreiben dieser Informationen ins Analytics oder auch sogar in die Logfiles der Applikation verhindern und könnten dann, nachdem wir fertig sind mit diesem Prozessschritt, das Logging wieder anschalten. Wir haben Cognigy noch sicherer gemacht, indem wir neue Login Security Measures in place gepackt haben. Das heißt, man kann jetzt sehen, wie oft haben sich Leute versucht anzumelden. Wir können sehen, von wo wurde sich das letzte Mal angemeldet und jeder Nutzer kann das auch selber sehen. Man bekommt eine Meldung, wenn man sich einloggt, sie haben sich das letzte Mal von XY am so und so eingeloggt. Zudem machen wir es schwieriger, oder öfter nacheinander verschiedene falsche Passwörter einzugeben. Das heißt, man gibt ein falsches Passwort ein, dann dauert es 10 Sekunden, bis man nochmal einen Versuch hat. Man gibt wieder ein falsches ein, es dauert 20 Sekunden und so weiter und so fort. In Cognigy 3.3 haben wir nun auch zentralisiertes Login. Das heißt, man kann über verschiedenste externe Tools das System überwachen und kann sich Meldungen schicken lassen, wenn etwas mit dem System nicht stimmt. Das heißt, wenn wir zu hohe Last erfahren, wenn ein Service abgestürzt ist oder ähnliches, diese Dinge kann man jetzt zentralisiert in bereits vielleicht beim Kunden existierende Login-Infrastrukturen einbinden. Wir haben neue APIs erzeugt, mit denen wir das sogenannte Universal Contact Profile Tracking erlauben. Das heißt, ich kann aus Drittsystemen in die Contact Profiles in Cognigy hereinschreiben. Das heißt, ich kann Informationen über einzelne Nutzer aus Drittsystemen heraus updaten. So könnte ich dann, wenn der Nutzer wiederkommt, ein wesentlich personalisierteres Gespräch führen. Beziehungsweise könnte ich einen langlaufenden Prozess anstoßen, beispielsweise
die Kalkulation einer Rechnung oder ähnliches. Wenn diese Kalkulation fertig ist, könnte dieses Drittsystem die Ergebnisse in das Kontaktprofil des Nutzers schreiben. Das nächste Mal, wenn der Nutzer mit dem System interagiert, sind diese Ergebnisse dann verfügbar. Wir haben die Timeouts, also die Zeit, die gewisse Dinge in Cognigy laufen dürfen, konfigurierbar gemacht. Viele Systeme und so auch Cognigy vor 3.3 setzen harte Limits, wie lange zum Beispiel ein HTTP-Request dauern kann oder ähnliches. Und diese Dinge haben wir in Cognigy 3.3 konfigurierbar gemacht. Als unterster Punkt hier, aber vielleicht sogar einer der wichtigsten, Custom Modules sind jetzt überall verfügbar. Das heißt, man kann selbstgeschriebene Module in jedes System hineinladen, egal ob es eine On-Premise Cognigy-Lizenz ist oder eine SaaS-Lizenz, die auf unserem Enterprise- oder Demo-Environment läuft, weil wir eine Möglichkeit gefunden haben, wie wir diesen Code in so sicherer Weise ausführen können, dass er keinen Einfluss auf den Rest des Systems haben kann. Das ist etwas, das vorher nicht möglich war und das es nun noch einfacher macht, dort Cognigy zu modifizieren. Vielleicht noch als letzten Überblick. Wir haben es vorher schon gesehen, was wir heute gesehen haben. Das übersetzte User Interface, nun verfügbar nicht nur in Englisch, sondern auch Spanisch, Deutsch Spanisch, Deutsch, Japanisch. Und wir haben viel an unserer NLU gearbeitet, Natural Language Understanding. Wir haben den neuen Webchat gezeigt. Den Webchat, den man über Plugins modifizieren kann, um dort noch bessere Customer Experiences zu ermöglichen. Wir haben Cognigy Tokens gesehen, denen nicht technische Nutzer auch dynamische Inhalte erzeugen können. Wir haben Prozesse gesehen und wie einfach man mit Cognigy Prozessautomatisierung erstellen kann. Und am Ende haben wir uns noch die neuen Enterprise Features angeschaut. Wann ist das Ganze verfügbar? Es wird ab dem 11. April, also nächste Woche, verfügbar sein. Sowohl in unseren On-Premise als auch in unseren SaaS-Lösungen. Damit möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, dass die neuen Features sehr nützlich sein werden für Sie. Und wir freuen uns darauf, Feedback zu bekommen in der nahen Zukunft, wenn Sie die Möglichkeit hatten, Cognigy 3.3 auszuprobieren.